Recht herzlich willkommen zur 96. Folge von Avorion. So, wir sind wieder drinnen. Die Xoltan war letztes Mal hier reingesprungen und da sind sie wahrscheinlich. Und wir gucken mal, wo wir hingehen, weil hier wollten wir dann doch nicht mehr bleiben. Wir hatten ja hier unsere Ölraffinerie und ich würde jetzt fast sagen, wir fliegen da mal hin und holen ein bisschen Öl und gucken zu, dass wir dann wieder hierher kommen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wenn wir springen, springt dieses tolle Schiff hinter uns her? Das werden wir dann austesten. Ich glaube, das wird schlecht funktionieren. Aber probieren geht über studieren und wir werden sehen. Wie weit uns das eskortiert, ist eine gute Frage. Da müssen wir hinspringen. Gut, dann mal los und gucken, ob uns jemand folgt. Schiff von X sollte ein Schiff von die Schiff von Asreiter ist auch hier, ja. Wir können noch nicht mal bis jetzt dahin springen. Es würde mich interessieren, was er macht. Ob er versucht, hinterherzukommen über diese Wege und naja, da gibt's keinen Weg hin. Das ist das nächste Problem, was wir haben, ne? Wir springen einfach erstmal weiter und gucken, was da Sache ist. Das Schiff ist natürlich da unten wehrlos. Hier ist ja nichts, ne, oder? Ne, hier sind nur wir. Achso, wir müssen ja noch hier einen weiterspringen. Also es steht immer noch da unten. Ich glaube, der fliegt uns nur den Toren hinterher. Mehr schafft er nicht. Und das ist jetzt schlecht, hier hinzukommen, dann zu unserem, ne? Ja, ist es zu unserer Ölplattform. Da wird er uns gar nicht folgen können. So, jetzt springen wir einen weiter. Jetzt lädt er. So, und jetzt müssen wir unsere Station finden. Die da ist. Fliegen wir da mal hin. Aber wir können ja auch mal gerade von hier aus gucken, wie viel da so ange... Neuanbau, nee. Mal weg. Wer schießt wo? Okay. Wer ist das? Wrack. Oh, hat er schon erledigt. Das hier ist ein Xoltan. Okay. Wir sind nah dran. Er hat uns nicht angegriffen. Das ist schon mal gut, ne? Bis er dann gewendet hat. Na, jetzt müssten wir mal gucken, dass wir da dann weiter hinkommen. So, was wollten wir hier machen? Interagieren. Crew. Das geht jetzt dann wohin? Wer ist das? Ein Güterschiff. Okay. Ich flieg doch noch mal ein paar Meter weiter. Und das ist unser Ölplattform. Da oben war ein Dockingport, ne? Oder? Ist jetzt ausgewählt? Ne. So, kurz mal gucken. Da stand auch Güterhandel, hätte ich eben glaube auch anklicken können. Ja, voll ist es noch nicht, ne? Aber 81 haben wir hier. Die nehmen wir erstmal mit. Weil die kosten uns ja nichts. Und die sind da immer noch am Schießen. Und
er ist immer noch da, der kommt nicht nach. Also das heißt, wir können auch dann wieder zurückspringen. Ich glaube, wir springen mal besser so ein bisschen in diese Richtung. Weil, ne? Den müssen wir dann abholen. Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Und ob es dann Sinn macht, mit dem dann hier durch die Gegend zu fliegen. Weil wir müssen eine Sprungroute ja haben, wenn er hier so ein Tor haben, dass er da durchfliegt, sonst fliegt er ja nicht mit. Das ist unser Problem, ne? Ja, Route ist berechnet, wir haben noch eine Abblinkzeit. So. Dann sind wir schon in der Nähe wieder. Jetzt müssen wir gucken, wo wir lang müssen. Süd. Oh, Entschuldigung. Südwest. Tor Südwest. Da hinten ist ein Tor. Kriegen wir aber nicht ausgewählt. Es muss aber drei Tore geben, also können wir erstmal gucken. Ost, Südost. Und sind beide Tore da irgendwo? Nordwest, also ist unser Tor tatsächlich das, was dahinter ist wohl. Die Station dahinter hat das auch so ein Zeichen, ne? Reparaturdock, was möchten die denn haben? Ah, das war falsch. Schwarzes Brett, Treibstoff. Treibstoff kann man auch gelb machen wohl, ne? So, das muss jetzt das Südwesttor sein, so ist es auch. Dann fliegen wir da mal rein. Die Xotan sind ja jetzt noch hier im Sektor. Da ist auch unser Schiff, ne? Das ist jetzt der Plastikhersteller. Den fliegen wir jetzt nicht an. Das ist die Fleischfabrik. Aber er hat den Befehl, uns zu eskortieren. Ich gehe davon aus, er bewegt sich gerade, dass er auch gleich hierher kommt. Ist das die Ölraffinerie oder war das jetzt der? Das ist die Fleischfabrik. War doch auch ganz in der Nähe, ne? Plastikhersteller. Das ist wieder die Fleischfabrik. Ah, mit der Steuerung ist ein bisschen doof, dass das. Nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da ist die Ölraffinerie, da müssen wir hin. Da bringen wir jetzt das Öl weg und dann können wir wieder neu laden. Kleine Macke dran gefahren wahrscheinlich. Wo ist hier der Dockingport? Da sind welche. Und da unten sind auch welche. Gut, da sind wir in der nächsten Nähe. Güter handeln, verkaufen. 81. Das bringt jetzt nicht ganz viel, aber wir haben es mitgenommen und es kam ja von unserer Station, deswegen war es ein purer Verkauf, ne? 8.100 sind das jetzt, vielleicht waren es 10.000. Die haben auf jeden Fall Rohöl, können jetzt hier wieder produzieren.
das ist ja das, was wir jetzt machen. Kaufen jetzt das Öl ein. Kaufen das. Und können das Fenster schließen und müssen jetzt warten, ob unser zweites Schiff hier auch auftaucht. So, ein bisschen weg hier. Oder nicht sofort gegenknallen. So, jetzt müssen wir mal gucken, das ist da auf rechts. Oh, das ist schon ziemlich nah, das ist ja schon mal schön. Also der hat sich definitiv den Befehl gemerkt, ne? Ja. Da ist jetzt nichts. Wir müssen einfach drauf sozusagen auf das Schiff. So, jetzt können wir da selber steuern. Wir müssen das auswählen. Und der Dockingport ist da. Oder da. Der ist näher. Güter handeln. Kaufen ist richtig, aber 504. Haben wir gekauft. Ja. Jetzt ist die Frage, ja komm, wir machen es trotzdem, ne? Diese 81 Tonnen sind ja auch Geld, ne? Und mich eskortieren. Läuft. Und jetzt müssen wir wieder gucken, wo ist der Plastikhersteller? Hier gar nichts momentan. Da hinten, wahrscheinlich ist er das auch. F mal drücken. Gucken, was er für eine Mission da hat. Schwarzes Brett. Plastik soll aber geliefert werden. Ist jetzt nicht das, was wir wollen. Aber wir können schon mal hinfliegen, um dann das Öl dahin zu bringen. Da sind wir gleich angedockt. Und dann können wir das loswerden, was wir dabei haben. Güter handeln, verkaufen. 81 Öl. Ist Credit runtergegangen, aber da kommen wir mit klar. Warten wir auf unser zweites Schiff natürlich. Dass wir da reinkommen. Trader 1, ne? Leider geht das automatische Handeln nicht, ne? Das wäre das Coolste. Dann könnte der ja immer hin und her fahren, ne? Okay, und dann sind Piraten da, die uns dann nicht so wohlgesonnen sind. Wo ist das Schiff zum Auswählen? Ja. Ich hätte gerne dieses Schiff ausgewählt.
Kann ich hier doch schon anfliegen, weil es schon ausgewählt ist, oder was? Okay, wenn das so ist, dann machen wir das natürlich. 504. Und verkaufen das und haben hier 306 plus. Allerdings sind die 306 ja das Rohöl, müssen wir noch abziehen, ne? Und jetzt wird es auch, wie ihr seht, schon unter 600 geht es dann. So, dann müssen wir schauen, was wir als nächstes tun. Ja, eskortieren können wir machen, aber brauchen wir jetzt betreten. Hier ist ja nicht Versicherung, Frachtjäger transferieren. Ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, jo, das machen wir. Ne? Mich eskortieren können wir noch einstellen und dann, sag ich mal, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.